Ich bin unglaublich geehrt und irgendwie auch glaube ich es noch gar nicht so, dass ich den Preis fürs Lebenswerk bekomme. Mein Name ist Helmut Zerlett und ich werde fürs Lebenswerk, ich meine, ich fange ja gerade erst an, geehrt, was mich natürlich sehr ehrt und ich kann es aber auch noch nicht so ganz verstehen. Wie war die erste Reaktion, als klar war, der Weiße Löwe 2019 des Braunschweiger Filmfest geht an Sie? Wie jetzt auch immer noch mit großem Unglauben und gedacht, haben die sich da nicht vertan oder so? Wir meinen das schon durchaus sehr, sehr ernst. Ich merke das gerade, ja. Filmmusik, das heißt, der Hauptteil unseres Publikums nimmt sie eher subtil wahr, wenn man ins Kino geht. Wie sind Sie überhaupt zur Filmmusik gekommen? Wie sind Sie da reingeraten sozusagen? Ja, für mich ging das ja schon in frühester Kindheit. Ich habe ja angefangen, auf einer elektronischen Orgel zu lernen, nicht auf dem Klavier. Das heißt, ich war der Elektronik schon immer näher als den klassischen Instrumenten, was dann mir die Musik von Peter Thomas sehr nahe gebracht hat. Damals war Raumpatrouille der Straßenfeger sozusagen. Alle Kinder haben das geguckt, auch Erwachsene natürlich. Aber für uns war das die absolute Science-Fiction-Idol. Und die Musik natürlich hat mich auch sehr geprägt. So bin ich halt quasi, mit der Musik bin ich aufgewachsen, dass ich irgendwann mal selber in der Position sein werde, diese Musik für Filme machen zu dürfen, hätte ich damals nie zu träumen gewagt. Und wie ist es für Sie, wenn Sie heute ins Kino gehen? Achten Sie dann überhaupt darauf, was Sie sehen auf dem Screen oder hören Sie vielmehr die Filme? Ja, es ist manchmal schon ein bisschen ein Dilemma, zumal ich ja jetzt schon ein bisschen in die Filmarbeit reingewachsen bin. Und da ist es dann schon so, dass man manchmal zweimal reingehen muss, um den Film auch nochmal richtig zu genießen, wenn man am Anfang, aber sagen wir so, ein richtig guter Film, da wächst man einfach, also da lässt man sich einfach fallen und dann genießt man das. Es ist eher so, wenn es unangenehme Momente gibt, wo man merkt, oh, es nervt mich aber die Musik oder das Buch oder der Schnitt. Man achtet als Filmschaffender, zu dem ich ja quasi jetzt auch gehöre, dann manchmal noch auf Details, aber eigentlich nur, wenn der Film nicht so ganz gut ist. Und das passiert ja zum Glück nicht mehr so häufig, hoffe ich zumindest. Sie können in Ihrem Lebenswerk, für das Sie jetzt geehrt werden, auf eine große, breite Menge an Projekten und Kooperationen zurückschauen. Haben Sie ein Lieblingsprojekt, wo Sie die Filmmusik gemacht haben? Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Das Lieblingsprojekt ist immer das, was ich gerade mache. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir quasi jedes Mal wieder eine ganz neue Musik kreieren. Jeder Film hat seine eigene Handschrift und er braucht auch seine eigene Farbe, also auch seine Ton- und Klangfarbe. Und es ist jedes Mal so, dass ich mich immer fühle wie ein kleines Kind vor einem Riesenberg. Und manchmal denke ich, wenn dann der Produzent oder Regisseur, der mir gerade den Job angeboten hat und ich gelogen habe, dass ich das alles könnte, dass ich dann denke, oh mein Gott, was hast du denn jetzt wieder zugesagt? Das ist ja Wahnsinn. Wie willst du das alles schaffen? Und das ist ja ein Riesenwerk und ich habe ja noch gar nichts in der Hand. Dann fängt die Arbeit erst an, was natürlich das Interessante ist. Von dem Moment an, wo man weiß, man hat einen neuen Auftrag, einen neuen Film, der auf einen wirkt. Und dann bis zu dem Moment, wo man dann merkt, ah, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Was zeichnet Ihre Filmmusik aus? Was ist die Handschrift Ihrer Musik? Keine Ahnung, das müssen, glaube ich, andere beurteilen. Ich mache halt das, was ich kann und das ist in vielen Klangfarben zu arbeiten. Ich glaube, dass ich eine meiner Fähigkeiten ist, mich selbst dabei zurückzustellen und zu schauen, was der Film braucht und nicht, was ich jetzt persönlich gut finde. Meistens ist das natürlich kongruent, klar, man macht ja keine Sachen, die einem nicht gefallen. Aber manchmal wird man dann durch Regisseure auf Sachen gestupst, die man von sich aus gar nicht mal so machen würde. Manchmal gibt es ja auch Regisseure, die einen richtig, ich will jetzt nicht sagen quälen, aber die aus einem noch Sachen rauskitzeln, die man freiwillig gar nicht machen würde. Wir haben eben schon über aktuelle Projekte gesprochen, die ja angeblich die Lieblingsprojekte sind, wie Sie gesagt haben. Heute Abend ist das Porträtkonzert. Sie arbeiten gerade mit dem Staatsorchester Braunschweig zusammen. Sie hatten heute schon eine Probe. Wie sind da die aktuellen, wie ist der Stand? Sind Sie aufgeregt für heute Abend? Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil
Ich habe im Laufe meiner Karriere gemerkt, dass ich nicht der beste Virtuose bin und ich kann ganz gut ein Instrument bedienen, aber jetzt, ich fühle mich da jetzt nicht so wie ein Fisch im Wasser. Deswegen bin ich da schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich da mit einem Orchester von Noten spielen muss. Es sind natürlich meine Werke, klar, aber all das ist ja über einen riesen Zeitraum entstanden und das alles jetzt mal eben so, wir spielen glaube ich 17 Stücke, das mal eben so in 1 bis 1,5 Stunden wiederzugeben, ist schon ziemlich aufregend und die Proben sehr intensiv und mein Kopf raucht gerade ein bisschen. Und aber ich freue mich natürlich sehr, weil das Orchester ist wunderbar. Der Dirigent leitet uns ganz toll dazu. Und das Orchester, obwohl es ja nicht das ganz volle Orchester ist, ich glaube, es sind vielleicht 30, 32 Leute, es klingt so schön voll und die haben ein gutes Timing, die sind wunderbar aufeinander intoniert und man merkt, die haben Spaß. Und Sie haben hoffentlich auch Spaß. Das ist uns ja auch nicht unwichtig. Der Preis wird am Samstag vergeben. Haben Sie schon eine Ahnung, was Sie machen werden mit unserer Trophäe, dem Weißen Löwen? Ich muss sagen, es ist eine der ersten großen Preise, die ich überhaupt bekommen habe. Ich habe mal für einen Comedy-Preis bekommen, auch mal für einen Klavierspieler was. Aber so für meine Arbeit als Filmkomponist ist das mein erster Preis. Und der bekommt natürlich einen Ehrenplatz. Den werde ich freiräumen auf unserem Kamin. Das ist sehr schön. Meine abschließende Frage wäre jetzt noch, oder eine meiner abschließenden Fragen besser gesagt, haben Sie weitere Projekte? Wird man Sie demnächst irgendwo hören, sehen dürfen? Oh ja, es gibt eine Menge Sachen, die gerade in der Entstehungsphase sind. Es wird nächstes Jahr schon mal 2 Sachen geben, die wir heute auch anspielen werden. Einen Tatort, meinen ersten Tatort mit Petra Wagner. Auch sehr interessantes Projekt mit der, auch mit Orchester. Das haben wir mit dem HR-Orchester gemacht. Klangwolken, so Ligeti-artig und auch ganz reduzierte elektronische Musik. Dann wird es aber außerdem noch einen Film geben, der heißt Enkel für Anfänger, mit Maren Kreumann und Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa in den Hauptrollen. Mit dem gleichen Regisseur, mit dem ich schon die Vampirschwestern auch gemacht habe und Robbie Tobby und ganz viele andere Filme noch. Der wird auch nächstes Frühjahr kommen. Und dann wird noch ein dritter Film kommen, den ich schon fast fertig habe. Eine Verfilmung einer Fernsehserie aus den Nullerjahren, Berlin mit Felicitas Woll. Und der ist auch gerade in der... Also es wird nächstes Jahr noch einiges zu hören geben. Da sind wir ganz, ganz gespannt. Meine allerletzte Frage jetzt wirklich. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt hier in Braunschweig auf unserem Festival? Wie sind Sie angekommen? Also es ist schon, ich bin die ganze Zeit unterwegs schon mal, das was nicht unbedingt so normal ist für mich, aber ich werde so von netten Menschen die ganze Zeit geführt und betüdelt und es ist für mich sehr, sehr wohl. Das freut uns sehr. Wir wünschen Ihnen ein ganz, ganz tolles Konzert heute Abend und morgen eine wunderbare Preisverleihung. Vielen Dank, dass Sie hier dabei sind. Und wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Aufenthalt hier beim Braunschweig International Film Festival. Danke, dass ich hier sein darf. Dankeschön.